Das ist ein Wasser. Aber ich sehe auch nichts. Na gut, sagen wir, gehen mal die erste Buchseite holen. Und so wie ich das bis bei Schnee. Eins sieht aus wie Roboter. Ach, das sind die Eingänge zur Welt. Okay. Habt ihr Probleme, das glitzernde Ding da oben auf dem Goldstatue zu erreichen? Was sich heutzutage Heldenschiff, was? So. Da wechselt die ganze Zeit hin und her, weil ich den seinen Text abkürzen wollte. Okay, dann gehen wir erstmal das Buch holen, dann wird er uns bestimmt sagen. Oh, was ist das denn? Hey! Geht die auch runter? Ja, die geht hoch. Na gut. Geht's zur Welt 2 und hier zu unserem Buch, oder? Ja. Hallo. Boah, sehr nice bis jetzt. Danke. Danke. Und meins. Errungenschaft freigeschalten. Piggy aufdecken. Papagei. Hallo, wer bist du denn? Ich bin eine Pagi. Was bin ein Pagi? Ich lebe im allmächtigen Einbuch. Was? Das Einbuch? Wie viel ist so etwas wert? Das Einbuch ist ungemein mächtig und es wurde vom bösen Kapital B gestohlen. Wenn Kapital B die darin enthaltene Macht entfesselt, kann seine korrupte Firma die Geschäfte des Universums neu schreiben. Zum Glück sind wir Peggy, was? Pachis? 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 Pagis? Pagis? Sag mal Pagis. Aus dem Einbuch geflohen und haben uns versteckt. Ohne Pagis ist das Einbuch nur eine leere Hülle. Wenn ihr mich verwendet, um einen der Großwälzer in dieser Fabrik zu entsperren, können wir in eine andere Welt gelangen und weitere Freunde von mir suchen. Na, keine Sorge, wir werden dir helfen, Peachy. Komm, Lele, lass uns einen dieser Großwälzer finden und weitere Peachys suchen. Hui. Aus, was ist los? Hey Kumpels, ich glaube, ich kann euch bei eurer neuen Quest helfen. Schaut doch mal vorbei, dann gebe ich euch die Details. Das heißt, wir müssen jetzt eh zu ihm runter. Haben wir hier noch irgendwo? Hui. Das ist eine Scheibe davor. Schade. Okay. So, gehen wir zu Taus. Hier was ne? Hört mal, ihr beiden. Wollt ihr Großwälzer erkunden? Und ich habe vor, meine Geschäfte an neue Standorte auszuweiten. Wie wäre es mit einer Abmachung. Für jeden Großwälzer, den ihr freischaltet, helfe ich eurer Quest mit einem neuen Trick gratis. Ah, das klingt nach einer fairen Abmachung. Außer wir sind dabei. Super, euer erster gratis Trick ist einer meiner typischen Fähigkeiten. Wenn du RT gedrückt hältst, kriegst du den nötigen Halt, um rutschige Rampen hinaufzurollen. Ah, okay.
Im Kleingedruckten gibt es eine Anmerkung, Kumpels. Je länger man diesen Trick ausführt, desto mehr Energie kostet es. Also rollt mit Bedacht. Anstatt Schmetterlinge zu essen, könnt ihr sie sammeln, um eure Energieleiste zu füllen. Du kannst eins von den Trausers patentiertesten Manövern an dieser rutschigen Rampe ausprobieren. Ja, das kann ich. Vielleicht tun wir das sogar. Ah, okay, während wir das machen, können wir unser Hut sehen. Oder verschwindet das Hut vielleicht einfach nur, wenn alles komplett voll ist? Mal was ausprobieren. So, und den jetzt einsammeln. Ja, triff mich mal. So, aber es ist gleich wieder verschwunden. Na gut. Ups. Ja, ich kann zwar nicht sehen. Ja, achso, ja, da sind es dasselbe von gerade. Geht praktisch zur Welt 1. Wollen wir da mal probieren? Hallo. Ciao, Lela, ein Peachy in einem Käfig. Unglaublich. Hilfe, Kapitals. Bis Firma Schergen haben mich in diesem Metallgefängnis gesperrt. Was, diese Zettel sind ganz schön aufdringlich. Also sag uns, wo der Schlüssel ist. Es gibt keinen Schlüssel. Um den Käfig zu öffnen, muss ein Puzzle in der Nähe gelöst werden. Aber dafür nötigen Trick hast du noch nicht drauf. Okay, Peachy, dann kommen wir später wieder. Okay. Ein Puzzle in der Nähe. Könnte es das hier sein? Und warum erinnern mich die Buchstaben so übelst an das Rare-Logo? Ich weiß es nicht. Sieben? Nein. Na gut. Ja, komm. Was ist das? So, das hat bestimmt mit dem Trick zu tun. Oh, jetzt sind wir beim Buch angekommen. Willkommen, ihr habt den ersten Großwälzer erreicht. Also ein Großwälzer? Ah ja, geht klar. Die Großwälzer sind magische Portale zu neuen Welten. Die Worry Tower scheint viele davon zu haben. Aber nur wir Peachys können sie für euch freischalten. Stellt euch auf den Schalter. Wenn ihr genug Peachys gesammelt habt, können wir ihn für euch öffnen. Ja, und dann gehen wir hinein und retten mehr von euch? So ist es. Aber vergesst nicht, Trousers aufzusuchen, wenn ihr drinnen seid. Ich glaube, die Tricks, die er verkauft, können euch bei eurem Abenteuer helfen. Ja, das war... Ja. Da war... Ein bisschen. Na, dachte ich, kann im Sprung. Ach so. Da, okay, dann gehen wir mal erstes Buch. Es wird ein Budget kosten.
Was möchtet ihr die Stammblock droppen? Freischalten? Ja. Na komm. Kehrt ihr her zurück, dann erzähle ich euch mehr über die Großmesse. Ja, geht lang. Errungenschaft freigeschaltet, das Abenteuer beginnt. Nice. Ich will trotzdem erstmal sehen, was da ist. Na, noch daneben. Und hopp. Ab geht's. Stammblock-Tropen. Okay. 200 Federn waren gesagt, ne? Jo. Oh, hallo. Ich gehe mal erstmal den offensichtlichen Weg, weil wir brauchen ja noch den Trick, den Tausers uns beibringt. Ja, geht klar. Ist so ein bisschen die Hoffnung, dass der vielleicht einfach direkt hier steht. Aber scheinbar nicht. Hey, hallo, Kollegen. So. Hallo, als Schwein. Wer war das? Wer ist da oben? Hier. Du bist ja widerlich. Ah, der hat Hunger. Okay, dem müssen wir irgendwas bringen. Die Frage ist nur, ja, alles sauer. Frage nur, was? Sag mal. Ja, ist ja gut. Oh, wer bist du denn? Tut mir leid, ich habe mit dir nichts zu tun. Was? Dann nee. Dann nicht. Hallo. So. Ach ja. Ich darf da nicht hochlaufen. Aber ich weiß immer noch nicht, wo Tausers ist. Da kommen wir bestimmt nicht hoch. So, aber wo ist denn unser Kollege her, ja, mit seinem kostenlosen Trick, den er für uns hat? Ne. Wir sollten mal ein paar Länge essen. Was ist cool, wie der denn gleich so glüht hier. So, warten wir einen kleinen Moment. Wow, das kann ja nicht sein. Die brennen beide zwischendurch. Hört auch wieder auf. Hallo? Wie viel Leben haben wir noch? Drei. Da können wir eigentlich mal probieren, wenn wir ja durchrennen können. Also gleich, wenn der andere weg ist. Aber nein, wir können nicht durchrennen. Shit. Was?
du scheinst genug Federn für meinen ersten Trick gefunden zu haben. Was schau mein Büro vorbei für ein fantastisches Angebot. Ja, wo ist denn dein Büro, mein Freund? Was? Hallo? Okay, der schläft noch. Okay, der schaltet uns den Weg frei. Hallo? Hallo? Meins? Okay, was sind das für Blumen? Man hat uns schon ein paar rote gesehen. Wo ist denn dein Büro? Hallo? Meins, 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 alles meins? Was? Göttin, ich scheine meine Pottweise Ärger eingar. Was? Ich scheine mir Pottweise Ärger eingar nicht zu haben. Hey, immer schön höflich bleiben. Ja, Pottweise Ärger, ne? Geht klar. Das ist einfach so blöd. Okay. Hey, komm her. Mit. So, B können wir noch gebrauchen. Na, nie einsammeln, will die essen. Mann. Meins. So, aber ich weiß immer noch nicht, was Tau ist. Na, komm her. Meins. Könnt ihr einfach mal hier reingehen, anstatt immer irgendwo hinzurennen, oder? Was? Okay. Ich jetzt hier reingehe. Ja, das habe ich jetzt fast vermutet. So, jetzt haben wir die auf jeden Fall voll. Erzählt er uns denn was? Nicht anlecken. Was, sie sieht wenig. Was? Sie sieht ein wenig unterernährt aus. Ach, das ist sie, ja, stimmt. Jesus, Gott sei Dank, dass ihr hier seid. Ich wurde von diesen Dingern empört und sie wollen mich kochen. Was gibt's da zu kochen? Wenn Sie Hunger haben, sollten Sie sich einen Charakter aussuchen, der ein wenig fülliger ist, meine Liebe. Ja, das würde ich auch sagen. Göttlich, man kann dieser Tage einfach keine Entdeckerin von Weltrang mehr sein, ohne gekocht und verspeist zu werden. Helft mir zu entkommen, dann belohne ich euch mit einem Peachy, aber macht schnell. Meine Entführer könnten jederzeit mit den Beilagen zurück sein. Was ist da für Beilagen? Gibt da gar nichts zu essen an der. Ah, keine Bange, Fräulein. Wir holen dich da raus. Ach, weg vom Topf, seltsamer Dino. Was? Da kann Dino. Ja, ich bin seltsam, oder was? Aber du, mein Freund. Aua, aua. Juhu. Was arg Echse und Fledermaus lecker mit Skelett zu begeben. Konsistenz. Ja, das kann man jetzt so sagen. Aber ich würde das nicht so machen. Zack. Können wir die eigentlich auch immer rollen umhauen? Und da bestimmt gleich noch eine Weile. Aber. Aua, aua, aua. Wenn ich jetzt hier so rolle und dann B drücke. Ach, guck mal, wenn ich schnell genug rolle, reicht das. Und zack. Abendessen scheint auszufallen. Und dann machen wir dann. Wir holen uns mal schnell. Zack. Und das andere. Zack. Dann haben wir wieder voll. So, jetzt hätte ich am Pidgey, meine Liebe.
Oh, danke, liebe Exe. Mein ewiger Dank ist dir gewiss. Diese Wilden haben eine anständige Abreibung gekriegt, aber ich habe das Gefühl, dass sie zurückkommen. Spürst du das in deinen Knochen? Bitte nehmt eure Belohnung, ihr habt sie euch verdient. Und du bleibst jetzt da drin, oder wie soll ich das verstehen? Hallo? Seht ihr den Eingang dort hinten? Okay. Kommt wieder, wenn ihr die Tropen für eine neue Expedition erweitert habt. Hä? Okay, wir gehen also mal hier hinter. Den sammeln wir mal schnell ein. Tropen für eine Expedition erweitert habt. Hä? Hier geht's um was? Was ist denn da? Wer bist du denn? Was? Ghostwriter, oh Gott, ehrlich. Ghostwriter. Was? War ja alle fünf. Was? Ein Geist hast du recht fein, doch nur mit neuer Taktik kannst du alle befreien. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall für mindestens einen der fünf immer die Fähigkeit aus dem Level. Aber dazu müssen wir Taurus erstmal finden. Das könnte helfen. Ja, gibt uns ja die Fähigkeit. Ich bin ja eigentlich schon wieder so. Was ist das denn? Reicht gar nicht. Wer bist du denn? Bist du eine Wolke? Eine weibliche Wolke? Also, ich wollte schon immer wissen, wie eine weibliche Wolke aussieht. Damit wäre das auch geklärt. Oh, ihr seht aus wie ein flottes Paar. Hallo, das hier ist Lele. Ich bin Yoka. Wer bist du? Ich bin Nimble. Ihr beide seht echt sympathisch aus. Wollen wir mal sehen, wer am flottesten ist? Einem Rennen auf meiner Bahn, meine ich. Wir machen überall mit, wo es um Peachy geht. Was meinst du, Yoka? Okay. Geht klar, Nimble, machen wir ein Wettrennen. Ein cloud-basiertes Rennen? Wie modern, wirklich. Oh. Cloud-basiertes Rennen, ja. Ja, nee, oder? Los geht's. Anschneiden bitte eine Runde. Wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt. Und los. Was? Du bist aber schnell. Ja. Ah, gibt Schmetterlinge auf dem Weg. Den muss man mitnehmen. So. Mal aus dem Weg und ich brauche die Schmetterlinge. Hä? Nein! Wieso sammeln der die nicht ein? Oh. Ja, das können wir bestimmt nicht mehr aufholen. Ah, da oben wäre einer gewesen. Na. Oh. Jetzt wieder laufen. Ja. Komm, mit der Link. Oh.
So. So, her meine Pitchy. Ja sicher, dem Ziegel gehört die Beute, ihr beide habt es verdient. Ja, wirklich, hat die gerade. Das ist jetzt irgendwie eklig. Ich will ja nicht sagen, aber es ist schon, ne? Da oben steht noch jemand rum. Dann gucken wir erstmal herein. Den blöden Shop noch nicht gefunden. Duke's Tempel. Hm? Bist du Duke? Wieso ist da ein Peti drin? Und was ist das? Bist du Duke? Guten Tag, ihr strammen Abenteurer, ein toller Tag für die Jagd, nicht wahr? Warum müsstest du nicht eigentlich ganz einfach reden oder direkt auf uns zu rennen? Wie die Neandertaler in Hivori Towers? Auf keinen Fall. Ihr solltet wissen, dass ich bei dem Weitem, dass ich bei weitem der aristokratischste Charakter im Spiel bin. Ah ja, genau. Wohl kaum. In der nächsten Welt gibt es einen Typen mit einem riesigen Eispalast, der muss richtig Schotter haben. Darf ich euch mit einem meiner bescheidenen Beleuchtungsprobleme behelligen? Dieser antike Tempel umfasst einen himmlischen Schießstand, aber irgendein Tölpel hat meine Oberfenster verdunkelt. Wäre es euch möglich, auf mein Dach zu klettern und die Fenster freizulegen? Das scheint eine angemessene Aufgabe für Leute eurer Statur zu sein. Wir werden uns das mal anschauen. Ich hoffe, dieser Typ lässt dem Peachy rüberwachsen, sonst werden die Fenster mit etwas viel Schlimmeren bedecken. Ach komm schon, wirklich. Oberfenster. Ja. Yeah. Na gut. Woher weiß Leila eigentlich, was im nächsten Level ist? Das ist sehr verwirrend. Mir hier hoch. Ja. Und die Blume redet ja nicht mit uns. Oh, was ist das denn? Hm? Und was stellst du da? Ich bin ein Peti-Stück und wurde von Kapital BS-Schergen zerrissen und in diesen Dschungel geworfen. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Oh. Bitte findet meine anderen drei Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding, keine Bange. Wir werden dich mit dir selbst wieder vereinen. Okay. Ich dachte, das wäre ein modernes Spiel, Joker. Sammelobjekte sollte es schon einteilig. Was? Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Ja. Okay. Achso, den können wir nicht einsammeln. Wir wollten aber eigentlich hier hoch. Ja? Ah, hier ist auch sein Shop. Und ich weiß auch schon, was wir bekommen. Und ich weiß auch schon, wie wir die Fenster freikriegen.